Arr, hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco. Und ich der Dirk. Und vorhin war der Micha hier und meinte, ich soll nicht mehr Arr machen, das wäre so doof. Ja, deshalb habe ich mich jetzt extra zurückgehalten. Aber das ist natürlich für mich ein Grund, es erst recht zu machen. Liebe Grüße an Micha. Genau. An mir auch. Wir haben ein neues Set der Piratenserie, den Hafen. Ich bin sehr happy, sieht klasse aus. Ja. Ist noch größer und noch schwerer als die Taverne. Und das war schon ein ziemlicher Trumm. Müssen wir uns ganz genau angucken, oder? Würde ich mal vorschlagen, dass wir das machen, ja? Ganz, ganz genau. Auch hier gibt es wieder einiges zu sehen. Ich meine, es geht natürlich mit der großen Anlegestelle los. Ne? Groß genug für ein ordentliches Schiff. Und ich meine, das wäre theoretisch auch noch, also man könnte noch. Ne? Theoretisch kann man das auch noch erweitern. Man könnte das theoretisch auch noch, schreibt mal in die Kommentare, ob euch das interessieren würde, dass man das wenn irgendwie es zum Beispiel in Zukunft vielleicht irgendwann mal so eine Stegerweiterung oder sowas geben sollte, wenn ihr da Interesse dran hättet, um das hier irgendwie, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja noch ein paar Schiffe, die dann da so liegen können. Können wir machen. In die Kommentare. Genau. Ist Teil der Gouverneursinsel, also eine Felseninsel mit Sandstrand. Passt von der Farbgebung her natürlich zur Taverne, weil es ja auch mit der Taverne zu verbinden ist. Das zeigen wir euch dann gleich noch. Damit es verbindbar ist, muss es modular sein. Genau. Und ich würde sagen, wir gucken erstmal in das Modulare, nehmen erstmal die Teile ab, bevor wir dann, weil man es dann besser handeln kann, auch mal von oben reingucken, weil ihr kennt uns ja, da ist einiges abnehmbar. Ich guck mal, in welche Richtung ich das hier abziehen muss. In die Richtung nicht. Wir haben noch geübt vorher. So, also so eine Ecke. Ne? Haben wir hier ein großes Seitenteil. Klick. Jawohl. Hier kann man reingucken. Hier ist Platz, aber nicht irgendwie zum Spielen zugänglich, sondern hier ist einfach leer. Nee, genau, das ist leer. Dann kann man das hier abnehmen. In eine von zwei Richtungen geht's. In die Richtung geht's. Und das hier kann man auch abnehmen. Aber hier ist schon so ganz verräterisch. Ist schon was zu da sehen. Ist schon irgendwas, als würde es da so ganz versteckt reingehen. Müssen wir jetzt mal ganz genau gucken. Oder auch nicht. Es sind nur zwei Pins, aber die Pins haben ordentlich Klemmkraft. Ohohoho. Eieieiei. So eine Mini-Schatzhöhle. Da drin ist eine kleine Schatzhöhle. Auch die gucken wir uns noch genauer an. Da hat sich dann auch ein Schatzjäger schon mal versucht, eher erfolglos. Erfolglos. Stockholmwelt. Ah, ich sollte natürlich nicht irgendwo hier, ziehen, weil das... Das ist immer so ein bisschen tricky, aber hier, das sind ja Pins, die kann man ja rausnehmen. Also von daher müsst ihr euch dann einfach merken, wo ihr die Pins drin habt, in der Hoffnung dann am Ende auch an der richtigen Stelle zu ziehen. So, die Taverne ist ja auf allen vier Seiten modular. Da könnt ihr vier Seiten und vier Ecken abnehmen. Hier könnt ihr nur zwei Seiten und drei Ecken abnehmen, denn das hier... Das ergibt mit der Rampe einfach keinen Sinn. Dieser Bereich hier, diese Ecke und diese beiden Seiten sind fix. Das heißt, diese Ecke und die Ecke hier und die beiden Seiten sind abnehmbar. Man kann die Insel in diese Richtungen erweitern, aber nach hier nur über vielleicht irgendwann mal erscheinende weitere Stege oder so. Aber nicht als Insel. Das hier ist also fest definiert eine Inselecke. Geht nicht anders. Ja. Ein Hafen mitten auf der Insel wäre da irgendwie. Das wäre, wenn wir das hätten modular machen wollen, ich glaube, da wären wir heute noch am entwickeln. Also das hätte zu lange gedauert. Gucken wir doch erstmal nach dieser Schatzhöhle hier, bevor wir weiter nach oben gehen. Was ist denn das da? Das sieht ja fies aus. Ich vermute mal, das ist das, was dem Schatzjäger da zum Verhängnis geworden ist. Also das sieht aus, als wäre das eine Falle. Also es könnte eventuell irgendwas mit Starren dran, das auf einen herunterfällt. Denn der Eingang, ihr werdet euch erinnern, ist ja ganz hier. Genau. Der ist quasi, wenn man den nochmal davor hält. So, ne? Also ihr seht schon. Der Eingang ist hier ganz hier. Und wenn man dann hier reingeht, will man da rüber. Und da ist diese fiese Falle im Weg. Richtig. Das muss aber auch eine ganz ausgeklügelte sein, denn... Die hat ihn vielleicht umgebracht, aber dann ist die wieder hoch. Ja, klar, natürlich. Also spannend. Also das muss ja schon so sein. Er ist ja für dich der Einzige. Und es gibt ja einiges zu sehen. So, das heißt natürlich auch, wenn ihr das weiterhin bespielen wollt, solltet ihr hier besser nichts dran setzen. Denn, dann, wenn ihr hier was dran baut, kommt ihr nicht mehr in die Schatzhöhle dran. Wenn ihr jetzt aber sagt, ah, das ist ja doof, ich will hier was dran bauen und hier will ich nichts dran bauen,
dann ist das gar kein Problem, ja, oder? Weil ihr könnt die Schatzhöhle natürlich umbauen. Also die Anleitung zeigt euch das auch. Die sagt dann, standardmäßig wird sie hier gebaut. Wenn ihr die aber auf der anderen Seite haben wollt, gehe zu Bauschritt so und so. Genau. Und dann baut ihr sie eben auf die andere Seite. Alle Teile der Schatzhöhle passen auch hierhin. Und wenn ihr sie hierhin setzt und entsprechend den Eingang der Schatzhöhle hier dran setzt, der ist ja, ob der hier oder hier ist, ist dem völlig egal, dann funktioniert das. Genau. Dann habt ihr die Schatzhöhle hier und könnt hier anbauen. Das war der Plan. Oder falls wir irgendwann mal ein anderes Modul haben, das innen so hohl ist, könntet ihr die Schatzhöhle auch an das andere Modul dran bauen und habt dann hier und da was dran. Also Modularität wird groß geschrieben. Okay. Das heißt also, wir haben hier die Schatzhöhle, cool. Und wir haben hier den Steg. Wir können die Schiffe festmachen. Hier hängt mal so ein Seil runter. Oh. Ja, das ist, das ist so eine Abschreckung. Ne? Sind noch so ein paar Knochen drin. Falls irgendwann mal irgendein Pirat kommt oder so. Genau. Und zur Abschreckung haben wir auch zwei Kanonen. Hier haben wir eine. Ja. Und da haben wir eine. Ne? Hier, wenn man hier die Ecke dran macht, ist ja hier auch dann dieser Eckturm. So, ne? Jawohl. Fantastisch. Hier kann man noch über eine Leiter hin, kann sich hier hinstellen. Dann von oben mit der Steinschlosspistole ungebetene Gäste auf dem Steg zu entsorgen quasi. Genau. Hier ein Anlegesteg, hier ist eine gebaute Möwe, schick. Hier geht es nach oben. Großer Eingang in diesen Raum hinein. Den gucken wir uns noch genauer an. Der Raum ist geschlossen. Wir haben jetzt hier eine Wand mit einer Tür. Ja. Und hier haben wir eine Wand mit einem Fenster. Weil ihr könnt euch das ja auch quasi alleine hinstellen. Also selbst wenn ihr beide Inseln habt und aber sagt, nee, ich will das nicht verbinden, könnt ihr das auch einzeln stellen. Und dann wäre das ja natürlich sinnbefreit, wenn das hier offen wäre. Da regnet es rein und so. Wenn ihr aber jetzt meinetwegen hier die Taverne dran anschließen wollt und ihr wollt einen großen Durchgang haben, dann nehmt ihr das weg und habt einen großen Durchgang. Ja. Und wenn das in beide Richtungen offen sein soll, na, dann ist es eben in beide Richtungen offen. Also wie ihr es wollt. Ne? Wie ihr ist das wollt. Völlig euch und wenn ihr die Tür hier haben wollt, ja Gott, dann ist sie eben hier. Und das Fenster da. Das Fenster da. Kann man machen. Und natürlich wollen wir auch gucken, was da drin ist. Ich wollte es gerade sagen, lass uns mal reingucken. Aha. Ja, ich mache für bessere Ausleuchtung das hier einfach nochmal ab. Das ist ja quasi so die Hafenmeisterei. Oh, wenn ich es zu stark kippe, fallen hier die Kanonenkugeln raus. Ach ja, stimmt, da ist eine Kiste mit Munition, genau. Genau. Und hier ist ein Tor. Das musst du jetzt mal erklären. Also das Tor ist offen. Genau, das Tor ist offen. Also wie wir das Design bekommen haben von unserem italienischen Designer Marco, war da kein Tor drin. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, so wenn man damit spielt, also die Piraten kommen jetzt und wollen in die Stadt und das machen sie natürlich auf diesem Wege, wäre es natürlich blöd, wenn da kein Tor drin ist. Und deshalb haben wir ein Tor gebaut. Das ist ja jetzt aber auch nicht besonders stabil, dieses Tor. Nee. Und deshalb gibt es in der Taverne, hier an der Seitenwand, in der Hafenmeisterei, gibt es hier so einen fetten Holzbalken. Ne? Den könnt ihr dann quasi, jetzt musst du mal gucken, ich glaube, das machst du besser, ich komme da schlecht dran. Gibt es in der Wand solche Einkerbungen? Ich glaube, du mussten da zuerst... Jetzt hier eine? Genau. Ja, weißt du, die Kamera das sieht so, hier ist eine Einkerbung. Da müsste man den Balken jetzt rein. Genau, und auf der anderen Seite kannst du den dann auch nach vorne schieben. Und dann siehst du, da ist so ein Riegel, der liegt jetzt mehr oder weniger auf dem Boden. Ja, 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 ja. Den kannst du nach oben klappen. Ah, ich glaube, ich muss das sogar so drehen. Moment, haha. Ich sehe es leider nicht. Ja, aber so. Ja, den Riegel, den musst du jetzt nach oben klappen und oben dann in diese Klemm reindrücken. So, jetzt ist das verriegelt. Jetzt kann man da von außen so ein bisschen dagegen drücken. Und quasi die Piraten kommen dann mit irgendeinem Rambock und wollen da rein. Wenn man fest genug drückt, löst sich dieser Riegel wieder und die Tür geht dann auf. Also das ist dann, man kann da quasi durchbrechen. Ja. So, das ist so eine Sollbruchstelle in Anführungszeichen. Deswegen haben wir das so gemacht, ja. Spielwert. Spielwert, ne? Genau. Denn, auch wenn ich das mit über 40 Jahren saucool finde und mir gewünscht hätte in meiner Kindheit, hätte es das so schon gegeben in der Größe. Das soll ja auch durchaus was zum Spielen für Kinder sein. Richtig, und wenn ihr jetzt sagt, ja, aber es gibt keine Minifiguren, das stimmt leider, wir haben momentan keine Minifiguren. Vielleicht ändert sich das irgendwann. Es gibt solche Piraten-Minifiguren, aber auch auf verschiedene andere Arten und Weisen noch käuflich zu erwerben. Oder vielleicht habt ihr noch welche zu Hause. 1989 ging die Lego-Piraten-Serie los, erinnere ich mich noch dran. Seitdem gab es mehrere verschiedene Serien, momentan leider wieder keine. Damit könnt ihr das bevölkern. Ja, klar. Genau.
Und wenn es irgendwann mal eine Bluebricks-Minifigur geben sollte, machen wir bestimmt auch. Dann gäbe es bestimmt auch Piraten. Auch bestimmt, ja. Sets, die wir dann hinterher schieben. Genau. Und jetzt haben wir hier diesen Innenraum, wo man halt auch ein bisschen was lagern kann. Ist ein Durchgangsraum, ja, wenn ihr das wollt. Oder er ist geschlossen, wenn ihr das wollt. Hier ist also ein offener Durchgang, um dann hier hochzukommen. Genau. Natürlich auch immer wieder mal eine Waffe oder so. Kann man ja gebrauchen. Ich sag ja, um den Steg zum Reinigen. Und hier geht es jetzt aber hoch mit einer Treppe ganz nach oben. Und das müssen wir uns natürlich auch angucken. Ja, das ist das höchste Stockwerk. Hier davor auch noch ein paar Waffen. Und ein Fernglas. Ein Fernglas. Und das ist das Büro des Hafenmeisters. Damit man da gut rankommt, haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Man kann das Dach hinten, die Wand hinten abnehmen und kann reingucken. Du kannst also quasi von hier spielen. Kannst von hier spielen. Dann bleibt das Ganze in der Optik so, wie es sein soll. Ihr könnt aber natürlich auch das Dach abnehmen. Kommst du noch besser ran dann. Beides gleichzeitig oder halt alternativ und könnt perfekt damit spielen. Und da sitzt dann halt der Hafenmeister. Und kassiert. Und das kostet dann einen Schilling. Und wenn man 30 Schillinge bezahlt, dann muss man seinen Namen nicht angeben. Genau, dann steht Smith im Buch. Mr. Smith oder Schmidt oder... Der Herr Schmidt, genau. Wer auch immer. Ich bin der Herr Schmidt. Genau. Genau. Willkommen auf der Gouverneursinsel, Herr Schmidt. Ja, das ist unser Hafen. Ich finde ihn... Ich finde ihn klasse. Also, großartig. Gefällt mir fast noch besser als die Taverne und die Teile, eine Menge Teile, ein Riesengewicht. Hol doch mal kurz die Setcard und dann verbinden wir das natürlich ja, mit der Taverne. Also, ihr seht hier, passend zur Gouverneursinsel, den Hafen. Es ist ein Bluebricks-Special. Die Setnummer ist die 105181, Teileanzahl 1647 für 94,95 Euro. Komplexität ist... Ja, ganz klar, entspanntes Bauen. Also da ist nichts Schwieriges dran. Geht alles ganz easy. Keine exotischen Bautechniken. Das meiste ist wirklich Noppen nach oben aufeinander gebaut. Ist also auch von Kindern leicht aufzubauen. Ja. Und wir legen großen Wert drauf, dass alles auch stabil genug ist. Also deswegen ist es auch so schwer. Wir haben hier nicht irgendeine Plate, die an der einen Ecke im Nirgendwo hängt. Das ist dann immer unterfüttert und von unten stabilisiert. Es soll stabil sein, es soll bespielbar sein. Also es muss auch für Kinder, jetzt vielleicht nicht für dreijährige Kinder oder so, aber etwas ältere Kinder vielleicht, sag mal was, 6 bis 9, ja, ab 6 bis 10. Ab 6 auf jeden Fall. Ja, verschluckbare Kleinteile gibt es natürlich, aber der Spielwert ist groß. Richtig. Natürlich sind das richtige Kanonen, die funktionieren, mit denen man den Kameramann erschießen kann. Oh Mist. kann man definitiv machen. Es gibt jede Menge... Ich meine, die Spielideen kommen, wenn ich mir das angucke, von ganz allein. Klar. Die Piraten klettern hier heimlich nachts hoch. Natürlich. Was auch immer. Und dann schlappen sie sich hier die... Also geht einiges. Und jetzt kann man das Ganze noch erweitern. Natürlich mit der Taverne, aber auch... Wir haben ja, das brauchen wir zum Erweitern sowieso, wir haben ja diese zwei Erweiterungssets, die auch schon erhältlich sind. Einmal diese Pergola mit den beiden Seitenteilen. Und das zweite ist der Turm mit... zwei Teilen, an denen auch Kanonen dran sind. So, wie kann man das jetzt alles miteinander verbinden? Wenn wir jetzt sagen wollen, wir wollen einfach nur diese Insel ein bisschen größer haben, wir wollen hier noch was dran haben, noch nicht die Taverne, aber es soll einfach was dran, dann könnte man beispielsweise hier die Pergola hinsetzen. Ja, verbinden wir das mal mit den Pins, mit der hohen Klemmkraft. Da kommt so. Und brauchen dann aber auch hier diese Verbindungsstücke. Auch die können wir da jetzt mal dran klicken. Zack. Und genau, du machst hier hinten wieder das Teil mit dem Höhleneingang dran, wie sich das gehört, damit man hier wieder in die Schatzhöhle kommt. Genau. So, und jetzt sieht das auf der Seite ja so aus wie vorher. Man hat hier so eine Aussparung und man hat eine Seitenwand. Jetzt könnte man also die Insel einfach wieder zumachen, indem man hier das hier dran baut. Muss man aber nicht. Muss man nicht, kann man machen. Das heißt, ihr habt ein Erweiterungsset, das macht die Insel größer und sie ist wieder zu.
Klasse. Jetzt haben wir aber schon die Pergola. Und die Pergola ist ja eigentlich auch dafür da, dass man vor der Taverne so schön ein bisschen im Schatten sitzen und essen kann. Und auch ein paar sich von dem Kartenspieler, der hier seine Karten, also wo ist die Königin, ausbreitet, über den Tisch ziehen lassen kann. Deswegen packen wir hier jetzt noch die... Jetzt müssen wir mal gucken, welche Seite hättest du denn gerne? Ich habe jetzt einfach mal hier ja, so... Ja, die Front ist okay. Okay. So, also auch hier, es spielt keine Rolle. Ihr könnt das Ding so rum dran machen, ihr könnt es so rum dran machen. So rum ist egal, also es passt in alle Richtungen. Ja, wobei hier auf der Rückseite natürlich das Fenster des, genau. des Kellers ist. Das ist das Einzige, was man beachten soll. Die Rückseite würde ich eher nach außen machen und die Front nach außen ist ja auch komisch. Da muss man ja quasi von der Insel aus drum rumlaufen. Passen von der Funktion her, tut es aber. Tut's, ja. Dann setzen wir das mal hier dran. Ich habe jetzt mal nur einen Pin hier, ist aber egal. Und dann haben wir hier noch zwei. So, jetzt kann man überlegen, ob man, weil wir ja, hier haben wir ja eine Kanone und da ist keine. Deswegen würde ich ja fast sagen. Also kanonentechnisch ist. Wir machen das so und so. Sonst haben wir zwei Kanonen direkt nebeneinander. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das sind sowieso haufenweise Kanonen. Das sind jetzt, das Ding fertig das sind jetzt sehr viele Kanonen. Und wir haben, hier auch, sehr viele Pins. Die beiden müssen raus, weil Pin auf Pin funktioniert nicht. Zack. Klasse. Was brauchst du? Ich brauche noch so eins. So ein kleines, ich habe nur ein großes. Das kleine steht da vorne. Ah. Ich habe noch ein großes, das brauchen wir aber auch noch. Ja. So. Das ist jetzt, das sind jetzt schon vier Sets, weil es ist die Taverne, es ist der Hafen, es ist die Pergola-Erweiterung mit diesen beiden Teilen und es sind diese beiden Seiten der Turmerweiterung. Ja. Warum auch die Turmerweiterung? Sonst hätten wir das hier nicht dazwischen nehmen können, weil wir ja jeweils zwei von den Verlängerungsstücken brauchen. Ja. Und jetzt haben wir einiges übrig. Ja. Und das ist nicht nutzlos. Das ist nicht nutzlos, nein. Sondern, wenn ihr das so gemacht habt, und dann habt ihr genau, warte mal, ich brauche noch, hast du noch einen Pin da drüben? Ich habe noch Pins, ja, genau. Dann hat man genau diese Teile übrig, die man benötigt, um, ich mach's jetzt mal nur mit einem fest, diesen Turm zu einer eigenen kleinen Insel umzurüsten. Hoppla. So, steckt ihr das einfach so zusammen. Den machen wir raus. Stecken hier die Ecke rein. Eine kleine Wachinsel, ein Ausguck, vorgelagert vor der Gouverneursinsel beispielsweise. So. Oh, ich krieg's nicht zusammen. Du musst mir helfen. Ich krieg's nicht zusammen. Diese blöde Schiene. So. Genau. Jetzt machen wir die zwei noch schnell zusammen. Jawohl. Und da haben wir hier schon einen. Dann haben wir hier zwei. Und dann sieht das genau so aus. Und wir haben sogar einen Weg hinauf. Genau. Denn den Weg hoch zur Taverne brauchen wir nicht mehr. Die Taverne hat ja ihren Zugang jetzt über diese Rampe schick über den Steg. Das ist jetzt schon so eine richtig große Gouverneursinsel mit 1, 2, 3, 4, 5 Kanonen. Also da gibst du die Beobacht. Also 5 Kanonen ist schon hart. Der kann eigentlich kaum noch was passieren. Es sei denn, es kommt ein Piratenschiff mit 10 Kanonen. Es sei denn, es kommt ein Piratenschiff mit 10 Kanonen, in der Tat. Denn dann wird es auch, vor allen Dingen, wenn sie von hier kommen, sehe ich gerade. Wird es eng. Ja, also da wird es dann schon eng. Das ist doch unser Prototyp. Ja. Die Segel sind noch nicht durchgefärbt, aber die Segel werden durchgefärbt dunkel, so in diesem Weinrot, diesem dunkelrot sein. Also die Farben stimmen fast alle, bis auf so ein paar Ausreißer. Ja, also am Schiff selbst, wie gesagt, das ist noch der Prototyp. Die Segel sind schon die finalen Muster, wohlgemerkt. Deshalb haben die hier oben auch noch so weiße Kanten. Für die Produktion wird der Stoff, wie du schon sagtest, durchgefärbt. Das heißt, auch die Rückseiten sind dann dunkel. Ja, also momentan ist es halt hier noch auf der Rückseite weiß. Das wird im finalen Produkt nicht so sein, die sind komplett durchgefärbt, aber die Farbe ist auch schon die finale Richtig. Farbe. So und wenn diese Brigantine diese Insel angreift, dann geht's rund. Vielleicht kommen sie aber auch nur vorbei und wollen was trinken oder wollen Handel treiben. Vielleicht wollen sie hier mal anlegen und oder vielleicht ist das Schiff ja gekapert worden von den Gouverneursjungs und Richtig. Die könnten ja dann eventuell mit einem
vielleicht größeren Schiff ja. am Start gewesen sein. Genau. Haben also, das Piratenschiff gekapert. Falls das Piratenschiff die Insel angreift und die Galeone liegt da gerade vor Anker, dann sieht es für die Piraten wieder schlecht aus. Wobei die Brigantine bestimmt schneller ist als die Galeone. Aber die hat halt noch mal doppelt so viel Kanonen wie die Brig. Ja. Ihr seht, wir sind hier ein bisschen Spielkinder. Ja. Das ist aber auch bei solchen Sets, glaube ich, gar nicht verwunderlich. Nee, das muss. Für heute war es das aus dem Noppenstein-Studio. Aber Noppensteine und Piratensets kann man nie genug auf haben. Auf gar keinen Fall. Und demnächst gibt's mehr. Gibt's mehr. Auch mehr Piratensets. Die Serie kommt bei euch so gut an, da sind wir so glücklich drüber. Die Taverne ist nachproduziert, die kommt wieder. Ja. Das ist bereits, der Nachproduktionsauftrag ist bereits gegeben, da war's noch gar nicht hier. Und da wird bestimmt noch mehr kommen. Ja. Auf jeden Fall. Viel Spaß beim Bauen. Oh ja, viel Spaß beim Bauen und viel Spaß beim Spielen. Denn dafür sind diese Sets auch gedacht. Nicht nur fürs schick hinstellen und angucken, wie viele andere unserer Sets. Das ist ja auch gar nicht schlimm. Aber mit den Sets kann und soll man spielen. Ich würde sagen, da haben wir genau darauf hin entwickelt, dass man spielen kann, dass die nebenbei halt auch noch geil aussehen. Das ist, Macht's gut. Ciao. Ciao. Ah, ist das nicht großartig? Weißt du, was wir jetzt gar nicht gesagt haben? Ich weiß auch gar nicht, ob wir das so sagen dürfen, aber die Brig, die ist fertig. Die haben wir abgegeben. Ja. Die kommt jetzt, also die geht. Ja, ich weiß, ich hab die Startauflage reserviert. Weil, das haben wir haben die ja schon mal vorgestellt, das ist schon eine Weile her. Und, und jetzt mit den Segeln, jetzt ist es soweit. Also jetzt ist Feierabend. Ein paar Monate ist sie da. Genau.